So. Ich mir hier zwei. Farm. Erstmal Dagobert und andere Truthähne wegmachen. Wer war wohl dieser Dagobert? 100 Gold erhalten. Oh oh. Das mal kein Questfieber. Hallo, Ernesto. Wenn du Arbeit suchst, muss ich dich enttäuschen. Ich habe kein Gold, um noch jemanden zu bezahlen. Außer du willst umsonst arbeiten. Ich brauche kein Gold. Ich habe auch nichts anderes, was ich dir geben kann. Es ist sowieso egal. Wir haben gar nicht genug zu tun für noch einen Knecht. Du bist hier der Chef? Gut erkannt. Der Hof gehört mir. Aber wenn das so weitergeht, ich überlege ernsthaft, ob ich diesen verfluchten Hof nicht einfach verlasse. Klingt, als gibt es hier Probleme. Wir haben eine Menge Probleme. Die Schatten und diese komischen Höhlen, von denen man überall hört. Und alles hat angefangen, nachdem mir mein Kerzenständer gestohlen wurde. Was erzählst du da? Diesen Kerzenständer hat der Vater meines Großvaters damals von einer Reise mitgebracht. Mein Vater hat unser Familienwappen in ihn hineingraviert. Er war aus purem Gold. Und jetzt ist er weg. Er sagte immer, solange wir diesen Kerzenständer haben, kann uns nichts passieren. Und ich habe ihn mir stehlen lassen. Kurz darauf ist hier die Hölle losgebrochen. Ah, das ist bestimmt nur ein dummer Zufall. Wer hat einen Kerzenständer gestohlen? Das weiß ich nicht, aber ich habe einen Verdacht. Mira, meine Magd, sagt, sie hätte in dieser Nacht Nico dem hinterm Haus herumschleichen sehen. Wenn du ihn suchen willst, solltest du mit den beiden mal reden. Mir erzählen die eh nicht die Wahrheit. Ich finde deinen Kerzenständer. Das ist wirklich nett von dir. Am besten fängst du deine Suche bei meinen Leuten hier an. Befrag sie einfach mal. Vielleicht erzählen sie dir mehr als mir. Werde ich tun. Wenn du ihn tatsächlich findest, werde ich dich natürlich angemessen entlohnen. Dann hört dieser Spuk mit den Schatten hoffentlich bald auf. Wir werden sehen. Ich das auch noch sagen? Vertrauen ist wohl nicht deine Stärke. Weißt du, ich bin schon alt. Lange werde ich wohl nicht mehr unter uns weilen. Und da ich keine Kinder habe, naja, irgendwer muss den Hof ja mal übernehmen. Eigentlich hatte ich immer Nikodim als meinen Nachfolger im Sinne. Aber in letzter Zeit bin ich mir da nicht mehr so sicher. Okay. Ja, der ist am Trinken. Hey. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin... Naja, ich weiß schon. Du bist derjenige, dessen Boot am Horizont zu sehen ist, oder? Du bist wohl ein ganz Schlauer. Hab ich's mir doch gleich gedacht. Was machst du hier auf dem Hof? Ich bin der Knecht von Ernesto. Ich bin für die Mühle und alle anderen körperlichen Arbeiten hier zuständig. Ich suche Arbeit. Ich hab mein nichts Boot für ist dich. Doch ganz klein. Aber sprich doch mal mit Ernesto. Ich glaube allerdings nicht, dass er sich noch einen Knecht leisten kann. Hm. Andererseits, ich habe vielleicht doch Arbeit für dich. Was hast du für mich zu tun? Irgendjemand hat vom Hofherrn Ernesto einen wertvollen, handgravierten Kerzenständer gestohlen. Und alle verdächtigen jetzt mich. Ich habe ihn aber nicht. Wieso glauben alle, dass du ihn geklaut hast? Ich gebe zu, es sieht auch sehr danach aus, als hätte ich ihn geklaut. In der Nacht, als der Kerzenständer verschwunden ist, habe ich ein Geräusch gehört. Also bin ich zu dem kleinen Vordach vors Haus gegangen, um nachzusehen. Aber ich konnte nichts finden. Gerade als ich wieder hineingehen wollte, hat Mira die Magd mich gesehen. Tja, und darum glauben alle, ich hätte ihn geklaut und nachts irgendwo vergraben. Ich werde den wahren Dieb finden. Yes. Auch wenn du es sein solltest. Aber ich bin es nicht. Bitte streng dich an. Meine Zukunft hängt davon ab. Sprich mal mit den anderen. Weil, warum sollte er mich darauf aufmerksam machen? Einfach überzeugen, machen, dass ich es nicht war. Und schau mal ist. Vor dem Haus bei dem Wagen nach. Dort hatte ich die Geräusche gehört. Ein
Wagen? Hier war ein Truthahn. Ah, ich habe eben gesehen. Wo ist er denn hin? Wo ist er denn hin? Das gute Fiedervieh. Ah. Da! Da ist er! Du Truthahn! Oh. Ah, ich gehe erstmal auch ins Haus. Mira, hallo. Oh, lecker. Hallo, starker Mann. Was führt einen gut aussehenden Burschen wie dich in solch eine... Muss die Schwester von Yvette sein. Lass mich raten. Du bist auf der Suche nach Abenteuern, Schätzen und gefährlichen Monstern? Willst du etwas Bestimmtes? Was soll das denn heißen? Darf ich nicht mal mehr höflich sein? Wenn wir doch nur in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort leben würden. Ach, ja, klingt, als hättest du ein Problem. Ich habe kein Problem. Ernesto hat ein Problem. Ihm wurde sein wertvollster Besitz gestohlen. Sein gravierter Kerzenständer. Er befindet sich schon lange in seinem Familienbesitz. Er kann dir darüber sicher mehr erzählen. Ich kann mir nicht helfen, aber mit der stimmt was nicht. Bitte sag deinem Gehilfen, er sollte besser still sein, wenn schöne Menschen reden. Gehilfe? Pah! Was weißt du über Ernestos Kerzenständer? Ich habe einen Verdacht, wer ihn gestohlen hat. Wirklich? Ich habe Nikodim in der Nacht, als der Kerzenständer verschwunden ist, hinterm Haus herumschleichen sehen. Allerdings behauptet er, dass er es nicht war. Und irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er der Dieb ist. Er ist ein viel zu großer Waschlappen, um so etwas zu machen. Außerdem, was sollte er davon haben? Vielleicht hat er Goldprobleme. Der? Niemals. Selbst wenn er welche hätte. Er braucht doch gar kein Gold. Der wüsste nicht mal, was er damit machen sollte, wenn er zu viel hätte. Aber Ernesto glaubt, dass Nikodim ihn geklaut hat. Ich werde bestimmt nicht versuchen, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Aber sag mir, mein Süßer, willst du mir nicht vielleicht helfen? Einer schönen Frau helfe ich doch gerne. Sag sowas nicht, sonst komme ich noch auf falsche Gedanken. Aber ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen von so einem gestandenen Mann wie dir. Ich würde mich auch erkenntlich zeigen und dir eine ganz besondere Belohnung geben. Oh je. Ich will sicherstellen, dass Nikodim den Hof nicht bekommt. Das sollte nicht allzu schwer sein, da der alte Greis sowieso schon glaubt, dass er den Kerzenständer gestohlen hat. Eine Sache noch. Eine Sache noch. Was weißt du über Nikodim? Was weißt du über Nikodim? Nikodim. Nikodim ist der Knecht von Ernesto. Ich dieses Zeug, was in dann wird er einmal Ernestos Nachfolger auf diesem Hof. Aber wenn du mich fragst, mit ihm als Chef hier geht der Hof vor die Hunde. Ernesto wäre besser beraten, mich als Nachfolgerin zu bestimmen. Na, ich finde die ein bisschen falsch. Vor allem, wenn Bones das schon sagt. Bist du hier die Magd? Da hast du völlig recht, mein Hübscher. Ich bin Mira. Ich kümmere mich hier um das Essen, putze das Haus. Ich achte darauf, dass hier nicht alles vergammelt. Ohne mich wären hier doch alle aufgeschmissen. Was hältst du von Ernesto? Erzähl ihm bloß nicht, was ich dir jetzt sage, ja? Ernesto ist alt. Lange wird er wohl nicht mehr unter uns weilen. Irgendwie bin ich traurig, aber auch froh darüber zugleich. Wieso froh? Der Hof stagniert. Ich würde hier etwas Großes draus machen. Aber der alte Greis traut sich nicht, auch nur das geringste Risiko einzugehen. Kannst du mir was beibringen? Kommt drauf an. Silberzimmer. Nee. Okay, ich finde den Kerzenständer für dich. Du bist der Größte. Ich will, dass du Ernestos Kerzenständer findest und ihn bringst. Selbst wenn Nikodim ihn nicht geklaut haben sollte. Ich will, dass du Ernesto sagst, dass Nikodim ihn hatte. Dann wird er ihm bestimmt nicht den Hof vermachen. Bestimmt und nicht. Denk an meine Belohnung. Nee. Geschichten aus Antigua. Hier steht was von einem Monokel. Ah, das habe ich schon. Hab ich schon. Ja. Toll, ja. Du Drecksack! Entschuldigung, ich speichere lieber.
hier weiter rumklaue. Gold. Ernesto, vor allem hat er doch gerade zugehört. Ja, komm, ich muss hier auch nicht alles klauen immer. Hm, draußen am Wagen, wo ist der Wagen? Da ist der Wagen. Da liegt eine Schrotpistole. Verdächtige Spuren. Es sieht so aus, als wäre hier jemand durchgelaufen. Die Spuren führen nach Osten. Ich sollte ihnen folgen. Nach Osten. Ist auch Gold? Er hat immer Gold verloren. Wo sind die Spuren? Gold? Gold? Ich mal mit. Gold, Gold, Gold. Hm. Die Spuren führen weiter nach Norden, durch den Friedhof. Die Spuren führen... Ja, Leute, ist das Gold hier. Und die Beeren und das Gold und die Ratte. Die Geisterblume, ja, hier wachsen die. Fingerblatt, ich rupfe hier alle Blumen aus dem Vorgarten aus. Oh, Entschuldigung. Ich wollte nichts, ich will nur das Gold. Wo bist du? Komm zu uns zurück. Wer ist das denn? Ein Geist? Eine Ratte. Knochen werden vom Himmel fallen. Die Seelen der Opfer im Nichts verhallen. Anna. Es ist gestohlen. Deinesgleichen hat es uns gestohlen. Unser Ein und Alles. Unser Seelenheil. Komm zu uns zurück. In einem Stück. Lass mich raten. Ein Kerl namens Porter hat ein Amulett gestohlen. Namen sind nichtig. Nur unser Schatz ist mir wichtig. Die Toten erwachen. Schon bald hat er nichts mehr zu lachen. Du musst ihn überreden, es wieder rauszugeben. Okay. Hier hast du dein Amulett zurück. Das gute Herz. Nimm uns den Schmerz. Ein letzter Rat wird dir gegeben. Fürchte den Tod und achte das Leben. So, das war's. Oh. Das abgegeben. Gold, was war das? Stimmgabel. Gold, Moment, Inventar. Meine Sammlung. Eine Stimmgabel. Ein wichtiges Relikt für Rituale. Geist plus 5. Ah. Ein bisschen mehr Geist. Die Ente war's. Die Spuren führen weiter nach Norden. Wer auch immer das war, muss ziemlich undichte Taschen gehabt haben. Und viel Gold. Hehehe, ist alles mein Gold. Huch. Oh, oh, hallo, hallo, hallo. Schwarzer Ghoul, schwarzer Ghoul. Nein, ich will den gut plündern hier. Das Lavaströme. Da will ich nicht reinfallen. Die Spuren laufen weiter nach Nordosten. Na gut, hier ist auch wieder Gold. 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 Das Gefühl, ich laufe direkt in einer Falle. Ha! Gold. Gold. Blume. Gold. Die Spuren gehen auf der anderen Seite weiter und scheinen die Stufen hinaufzuführen. Das heißt, ich muss darüber springen. Kann ich da springen oder muss ich fliegen? Oh!
pass auf. Es ist hier sehr heiß. Die Stufen hinauf. Ach, hier. Gold. Stufe. Gold. Aus deiner Haut machen wir bedrohlicher Kohl. Er kann ihn schon legen. Gold. 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 Ach du Scheiße, was ist das denn? Das Vieh da oben, das hat den Kerzenständer gestohlen. Oh, da ist ein Feuer. Und noch einer, und noch einer. Da hole ich Kobold überall. Kriegerwissmanuel. Genau, mit Trophäen. Golemherz. Altes Wissen. Hebel. Heldenkraut. Und eine verschlossene Truhe. Okay, ja, muss ich hier den Hebel mal ziehen, ne? Öffnet sich für mich. Oh shit. Nein. Scavenger, nieder mit dir. Keine Spuren mehr. Geisterblume, schwarzer Ghoul. Ja, dann hier vielleicht ein Apfel, eine Schaufel, ein Apfel, eine Schädelblüte. Eine Spitzhacke, muss ich etwa in die Mine? Jetzt schlage ich ein paar Schädel ein. Lux ist neu. Und ein Drachenrapper. Oh. Der hat keine Chance. Auch jetzt wollte er mich schlagen. Oh, ich dachte, er ist schon tot. Ja, hier gibt's auch kein Gold. Ist hier falsch? Wo bin ich denn gerade? Da oben. Ja, ich kann in die Mine rein.
liegt er ja einfach. Einfach an ihm vorbeigelaufen. Schatulle, ich nehme alles. Okay. Ja gut, dann habe ich schon mal den Kerzenständer. Aber wer hat ihn jetzt da hingelegt? Ein Schlangenwurz. Skelett. Eieieiei, er ist mir auf falschen Fuß erwischt. Diese Mine macht nicht gerade einen sicheren Eindruck. Hast du etwa Angst, dass die Decke einstirbt? Ich glaube, er meint eher die Bewohner der Mine. Tor verschlossen. Spitzhacke. Alvito. Riecht so, als würde er hier schon länger liegen. Armes Schwein. Also ohne Wiederkehr, ich löse hier schon mal die ganzen Quests. Ich mache schnell den Pilz, weiche aus und dann kriegt er hier einen schönen Rücken. Hau ab. Ein Vieh weniger. Und wie weniger. Da liegt's. Bricht irgendwas aus dem Fels hervor, ein Dunkeldürrer. Er benutzte eine Krabbenschale als Behälter für seine Experimente. Eines Tages war die Krabbenschale unzerstörbar. Also machte er sich auf zur Krabbenküste und wollte dort so lange bleiben, bis ihm der Geniestreich erneut gelingen sollte. Die Krabbenschale soll er in seiner Truhe aufbewahrt haben. So, so. Das war wohl die Mine. Ich finde es sehr schön, dass die nicht kaputt gehen. Das ist sehr angenehm, vor allem weil es davon nur so wenige gibt. Ah, da ist noch ein Wagen. Der Alvito hat sich ein bisschen verfahren. So, jetzt gehe ich schnell zurück zu Ernesto Visa. Auf zum Hof. Oh, hier sind noch Kobolde. Aber keine ganz bösen, nur so Schlappis. Das ging schnell. Yo. Kobold, Shadowblade, Pilze, nein. Kobold. Liegt da noch? Ach, der olle Truthorn. Hier, komm. So.
Häuser denn im Bett, ne? F5. Ist nicht mehr im Bett. Doch da. Ernesto. Ich habe deinen Kerzenständer gefunden. Ist das dein Ernst? Zeig her. Er ist es tatsächlich. Vielen Dank. Aber sag mir, wer hatte ihn? Ein paar Kobolde hatten ihn geklaut. Das ist gut zu hören. Ich habe meinen Knecht Nikodim wohl umsonst verdächtigt. Dann kann ich ihm doch meinen Hof vermachen. Danke nochmal. Hier hast du eine Belohnung für deine Mühen. Hast du den Kobolden denn auch ordentlich in den Arsch getreten? Die Kobolde werden dir keine Sorgen mehr machen. Wunderbar, du bist ja richtig zu was zu gebrauchen, Junge. Hier hast du noch eine Belohnung dafür. Danke. Oh, nett. So, hier, schnell speichern, dann sag ich dir noch Bescheid. Du verdammter Arsch! Wegen dir bekommt jetzt Nikodim den Hof vermacht. Dieser verdammte Versager. Jetzt wird hier alles den Bach runtergehen. Dankeschön. Bitte, bitte. So, Nikodim, da stimmt auch noch eine Belohnung. Wo ist der? Ist er? Wo hat er sich denn versteckt? Ach, wie ärgerlich. Jetzt ist der weg. Der ist weg. Oh, da muss ich doch hier um den Hof kümmern. Der kann ja nicht einfach weg sein. Da gibt es noch ein Obergeschoss. Da liegt er einfach. Oh. Danke, dass du Ernesto seinen Kerzenständer zurückgebracht hast. Du hast mir damit wirklich meinen Arsch gerettet. Hier hast du eine kleine Anerkennung von mir. Für deine gute Tat. Oh, 50 Gold, immerhin. So, und ich glaube... Ups, nein, Moment. Muss hier rumfahren. Bis hier war ich jetzt, ne? War ich da schon in dem Haus? Nee, ne? Okay, ich glaube, ich gehe jetzt mal wieder zu dem, der soll mich mal zu seinem Dorf führen. Hier, du kommst mit. Komm mit. Sicher das. Einmal zum Strand, bitte. Und auf zum kleinen Angus. Bring mich ins Fischerdorf. Folge mir. Wir sind da. Sieh dich ruhig um, aber viel wirst du hier nicht entdecken. Wenn du vorhast, tiefer in die Wildnis zu gehen, vergiss nicht, dich mit Proviant einzudecken. Danke, ansonsten dass du mir dieses trainiere ich jeden Abend das Messer werfen. Du kannst mich gern herausfordern, wenn du mich an der Scheibe trainieren siehst. Okay. Trainier mal. Was ist hier sonst noch los? Was soll das heißen, keine Fische? Es tut mir ja leid, aber du hast doch gehört, was ich gesagt habe. Wir müssen auch sehen, wo wir bleiben. Wir können doch nicht alles abgeben, was wir haben. Verdammter Mist. Was soll ich den anderen denn erzählen? Du kannst ja selber mal versuchen, an dem Strand was zu fangen. Für so einen Kram habe ich keine Zeit. Ich gehe bald zurück zur Zitadelle. Nächstes Mal habt ihr hoffentlich wieder was. Du kannst es ja mal bei den Höfen versuchen. Das ist doch alles scheiße. Vielleicht fange ich unterwegs einfach etwas anderes. Mach das. Wie gesagt, es tut mir leid. Ein Onkel von mir war auch Fischer. Und? Wo ist er jetzt? Bei den Fischen.